Okay, wir spielen jetzt Star Escape. Wenn ihr schon im Discord-Server drauf seid, ja, dann könnt ihr jetzt einfach in den Alpha-Channel gehen. Ich zeige euch das jetzt hier einmal, bevor es losgeht, wie es geht, weil ich muss es selber noch machen. Let's go. Irgendwo bei diesen Regeln hier, diese Regeln auch noch akzeptieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr irgendwie draufklicken hier. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr ein bisschen runterscrollen und hier zu Alpha gehen. Und schon seht ihr, genau, hier. Seht ihr das Alpha 1.6 bla 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 und das ladet ihr euch runter. Da klickt ihr einfach mal hier drauf. So, dann öffnet ihr das Teil einmal, dann habt ihr hier so Windows X irgendwas und dieses Windows X irgendwas könnt ihr einfach irgendwo bei euch auf dem Desktop ziehen oder sonst irgendwohin, ist eigentlich komplett egal. Dann nennt ihr das Teil um, ihr könnt es einfach mal Dinoscape umnennen, das würde voll Sinn machen eigentlich. Genau, hier Dinoscape einfach öffnen und dann öffnet sich der Spaß. Hey, das sieht ja alles ein bisschen anders aus. Hier ist ja so ein paar Sachen, sind ja die nicht so gewohnt. Und ich ziehe mir erstmal ein paar bisschen geileres Outfit an. Oh, ich hab den Santas Hut. Ey, geil. Ich glaube, den hat mir Alex geschenkt, kann das sein? Boah, ist der sick, Baby. Der ist richtig hübsch. Der Dino. Beim Dino. Ich glaube, der sitzt ein bisschen zu tief, der Hut. Aber an sich voll geil. Also sieht weihnachtlich aus. Und wir werden das jetzt auch alle direkt mal instant testen. Let's go. Es macht auf jeden Fall richtig Fun. Denn das, da bin ich jetzt gespannt. Okay, Waiting for Players. Und jetzt geht's einfach los. Oh mein Gott. Und da ist einfach jetzt ein Countdown. Holy moly. Wie insane ist das denn? Er hier. Alter, wie? Er hier hat ja schon den Elchhelm. Damn. Bruder, er hat auch einfach den Euplosaurus schon. Gönnt euch mal ihn. Er hat den Euplosaurus. Damn. Richtig wild. Ich glaube, der hat noch die alte Version, kann das sein? Das Problem ist, wenn ihr die alte Version habt, dann buggt ihr noch ein bisschen rum. Also ladet euch immer unbedingt die neueste Version runter im Discord. Kann sein, dass jetzt ein paar Leute, die die alte Version haben, hier noch ein bisschen rumbuggen. Schön das Schneebiom, also das Standardbiom ist jetzt ein bisschen verschneit halt, ne, weihnachtlich. Auf jeden Fall jetzt schön das Standardbiom verlassen. Und, oh mein Gott, ich hole ihn gleich auf. Nee, er hat einen Regenschirm, der wird ihm jetzt gut helfen. Aber vielleicht überholen wir, wow, okay, vielleicht überholen wir den sogar. Okay, ach, RIP. Okay, warte. Oh, nee, hä? Ach, er hat einen Luftballon. Hä, ein Schneeball? Ach, er wurde, okay, oh nee. Er wurde von einem Schneeballkometen gehittet. Wild einfach. Er wurde einfach von einem Schneeballkometen gehittet. Richtig, richtig wild. Die Anzeige hier, die ist noch ein bisschen buggy, die wird noch gefixt. Wenn euch Bugs auffallen, dann könnt ihr die hier gerne ins Discord reinschreiben. Und zwar unter Alpha Bug Reports. Wenn euch ein Bug auffällt, der jetzt nicht schon bekannt ist, ne? Wie gesagt, es gibt natürlich auch bekannte Bugs. Hi. Moin. Die Schlotte. Servus. Servus. Sie sind zu laut. Oh, okay. Oder ich bin zu leise. Bist schon so alt, dass du gesiezt wirst. Nicht ihr seid zu laut im Sinne von meine Majestät, so, ne? Wie man auch ihr seid zu laut, werter Herr Tomary, sagen könnte. Sondern eher so, die Leute im Discord, die sind zu laut. Oh, nein, nein, ich bin als du Erster. Auch? Ne, als Zweiter. Du gekommen. Auch? Crazy. Oh mein Gott, das war mal ein Schuss in den Ofen. Let's go. Boah, ist das wild einfach, dieser Euplo. Nein. Ja, der ist echt cool. Ich habe aber, oha, ich habe richtig, oh mein Gott, ich bin richtig davon gesneakt. Oh, hä, aber die Kometen backen noch ein bisschen, finde ich, die schweben. Oh nee, aber das. Und jetzt kommt dich jeder ein Gold. Ich gönn mir mal einen anderen Dino. Ich nehme mal einen Euplo, der kriegt zu wenig Liebe. Hier fehlen auf jeden Fall auch nochmal Sounds, die hier noch reinkommen müssen. Okay. Oha, die Ballons 50 Meter in die Luft. Ich hab's Item gesnackt. Oh, okay doch. Let's go. Oh nee, ich hab's Geschenk aus. Also ich hab das Item verpasst. Ah, ich kriege immer nur diese dummen Regenschirme. Ja. Die sind eigentlich schon. Oh. Okay. Oha. Wie? Nein! Hä? Ich hatte das Doppelsprung-Item. Es ging nicht. Oh mein Gott. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass das nicht geht manchmal. Einfach RIP. Schnodde, hey. Ja, da bin ich. Streamsnipe. Ja, endlich. Streamsnipe. Oh, ich glaube, ich habe zu früh Start gedrückt. Wir werden, glaube ich, gecrashed. Ja, ich glaube auch. Sorry. Da war ich einmal drin. Ah, da war die Charlotte einmal drin. Tut mir leid, my bad. War die App-Idee ein genialer Zufall oder war das alles geplant? Naja, also ich meine, war also was heißt Zufall, ne? Also es hat mir jetzt keiner eine Nachricht zugesteckt und gesagt, hey, mach mal die App mit Dinos, dies, das, lol. Die Idee ist halt zufällig mir gekommen, sagen wir es mal so. Kommen so Asteroiden eigentlich erst später oder? Die sind nur sehr selten. Die waren früher mehr, oder? Ja, im Singleplayer sind die auch mehr, nur im Multiplayer sind die relativ selten. Oh mein Gott, ich habe über den Vorsprung. Was sind dann die Schneebälle? Einfach extra Asteroiden. Also die Schneebälle haben jetzt zur Weihnachtsedition die Kometen ersetzt. Ich dachte gerade, es gibt beides. Auch der Skin vom Dinoscape-Höhlenmensch hat sich auch verändert jetzt. Ja. Das wird natürlich auch wieder zurückgesetzt, ne? Das ist jetzt nur temporär, ist mal so. Er ist einfach älter geworden mit dem Bart. Genau, er ist jetzt einfach alles weise. Boah, okay, ich bin. Jetzt habe ich diesmal wirklich ein Übel vor. Oh mein Gott! Bruder! Das war der riskieste Move.
Wow, klipp das, Alter. Oh mein Gott. Das war wirklich der riskieste Move überhaupt. Gönn einfach auch oben einen Vorsprung einfach. Jeet. Du, das war... Du kannst einfach chillen. Du kannst einfach chillen. Das ist ein kompletter Speedrun gewesen jetzt einfach. Also hier bringst du die Items halt voll, weil das ist echt schon eine schwierige Stelle. Hab ich gewonnen? Ja. Ich glaube, jeder ist tot, ne? Ich glaube, ja. Aber heftiges Feuerwerk, wenn du am Ende angekommen bist. Am Ende? Wo ist denn das Ende? Gibt's kein Ende? Nee. So, ich dachte immer, also eigentlich soll es so lange gehen. Eigentlich soll es so lange gehen. Ja, das ist das faul. Eigentlich soll es halt so lange gehen, bis ich der Letzte lebt und dann habe ich gewonnen. Aber das ist halt aktuell noch nicht so. Das ist halt auch nicht schwierig, ne? Muss man noch einstellen. Das heißt, ich nutze jetzt auf jeden Fall mal meine Highscore-Chance hier. Wow! Oh nee. Ja, so viel dazu, ne? Da sage ich es noch und dann ist es auch vorbei. Ripperoni. Let's go. Aber ich gehe jetzt mal. Ich mache jetzt nicht mal nochmal den Fehler, dass ich wieder auf Speed gehe. Ich gehe jetzt einfach auf Überlebenszeit. Weil letztendlich geht es darum, wer am längsten überlebt und nicht wer am schnellsten ist. Eben. Oh! Oh, was? Wild. Bisschen Risk muss aber natürlich sein. Also ich finde, es macht schon Bock, wenn man ein bisschen mit Risiko spielt. Ja, klar. Oh, er stealt mein Item. Ich würde es auch cool finden, wenn Tempo halt belohnt wird. Er wird ja bald durch die Zone, ne? Die gibt's ja auch aktuell, aber die ist halt übel lame. Ah, okay. Aber sobald die Zone halt ein bisschen mehr Pep hat, musst du halt eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen. Die MLG-Moves hier. Wenn die Plattform in die falsche Richtung sich bewegt, trotzdem drüber hüpfen. Ja, normal. Oh mein Gott, so traurig. MC... Ah, nein! MC Mineat dived in Lava. Okay, der hat gewonnen. John Lifestyle, GG. Ist der Letzte, der lebt. Oben sind die ganzen X's, weil alle gestorben sind. Genau, und hier soll es dann natürlich so aussehen, dass der Dino hier rechts in dieser auf dieser Seite ist halt dann, ne? Dass man ihn trotzdem noch sieht. Bin mega happy damit. Fühlt sich voll gut. Wir haben auch letztens schon im Team eine Weile gezockt und das hat echt Bock gemacht, ne? Gerade wenn du halt so Leute abzockst, die du kennst. Und man kann hier am Anfang bei dabei springen, aber noch nicht sich bewegen. Das ist halt jetzt auch endlich mal der Fall, ne? Dass man halt auf alle Spieler warten muss letztendlich und halt dann erst losrennen kann, wenn alle da sind. Ja, das finde ich aber auch besser so. Weil das war davor ein bisschen gut gemacht. Wack. Erstmal schlusslich mit dem King hier. Sprintet er weg? Erstmal hier den Doppelsprung ausgenutzt. Okay, neues Item. Ein paar Jumps überspringen. Oh, okay, RIP. Den kriege ich nicht mehr. Okay, wo gehen... Nein! Oh. Ah, okay, wer gewinnt? Ah, ich komme nicht hin, aber der Graue da gewinnt. GG an den Grauen. Also das beste Item ist, by the way, der Doppelsprung, weil den kann man eigentlich zünden, wenn man mal runterfällt. Und wenn man den dann rechtzeitig zündet und dann noch springt, dann kann man damit sich aus einer Situation retten, wo man eigentlich stirbt, ne? Das ist schon strong. Oh, die Konkurrenz kommt. Oh. Und mit der Karotte kann man, by the way, echt easy da drüber springen. Auch mit dem Regenschirm und so. Eigentlich mit fast, oh mein Gott, fast zu früh gesprungen. Oh, Wüste. Oh, nein. Ach komm, ey. 19, ja, zeig mal, was du kannst. Easy. Ich bin gespannt. Oh. Der Schneeball hat mich fast gecatcht. Schlotte went swimming at 66 meters. War es ein angenehmes Bad? Ach, ich bin schon Erster. Ja, moin. Jetzt wird nur noch geflext. Oh, nee. Na, so viel zum Update. Wir haben auf jeden Fall sehr viele coole Testwerte gekriegt. Und dann damit schönen Tag noch.